Mit einer Feier zeichnete die Handwerkskammer Koblenz die erfolgreichen Teilnehmer der Berufsmeisterschaft 2013 aus. Und das wurde jetzt gebührend im Zentrum für Ernährung und Gesundheit gefeiert. 4 erste, 3 zweite und 2 dritte Bundessieger. Das ist die erfolgreiche Bilanz für den Bereich der Handwerkskammer Koblenz im diesjährigen Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks. Zahlreiche Gäste aus dem beruflichen und privaten Umfeld der Teilnehmer, aus Politik und Bildung, zollten mit ihrer Teilnahme Respekt und Anerkennung für die Spitzenleistungen. Neben der feierlichen Übergabe der Urkunden wurden alle Teilnehmer zum Gruppenbild eingeladen, das sie immer an diesen besonderen Moment erinnern soll. Profis leisten was, PLW. Unter diesem Motto sind die Gesellen aus dem Prüfungsjahr 2013 zunächst auf Kammer-, dann auf Landes- und schließlich auf Bundesebene angetreten. 4 von ihnen kehrten als frisch gebackene Bundessieger aus den Finalwettbewerben zurück. Darunter Gebäudereiniger Robert Richter und Metallbauer Fabian Schneider, der in der Fachrichtung Metallgestaltung ausgebildet wurde. Das Gebäudereinigerunternehmen Bromo in Koblenz. Hier wurde Bundessieger Robert Richter ausgebildet. Der Betrieb, so beschreibt es Gebäudereinigermeister Mario Moretti als einer der beiden Geschäftsführer, reinigt alles, was sich nicht wehrt. Ob teure Teppiche oder Sofagruppen aus Stoff und Leder bis hin zur Fassade eines Hochhauses oder ganze Schiffe. Verunreinigungen und Schmutz haben keine Chance, wenn die Bromo-Profis anrücken. Und auch die Ausbildung Jugendlicher gehört von Anfang an zum Unternehmensalltag. Wir bilden eigentlich aus seit Bestehen, seit 1991 und haben also eine Vielzahl von Lehrlingen ausgebildet. Ich habe die genaue Zahl, die wir erfolgreich ausgebildet haben, nicht mehr im Kopf, das werden 14, 15, 16 sein. Wir hatten auch in der Zeit schon mehrere Teilnehmer, die an Landeswettbewerben teilgenommen haben und auch Landessieger wurden. Wir hatten auch 5 Teilnehmer, die bereits im Bundesleistungswettbewerb gemeldet waren und dort auch teilgenommen haben, aber leider bis jetzt noch keine ersten, zweiten, dritten Platzierungen gemacht. Und jetzt hat es mal hingehauen, dass einer von unseren Leuten, was uns auch sehr freut, den ersten Platz gemacht hat. Was genau man leisten musste, um Bundessieger zu werden? Robert Richter erzählt, wie so ein Bundesentscheid bei den Gebäudereinigern abläuft. Wir waren in der Allianz Arena. Es gab da 3 Disziplinen, und zwar die Tribünenreinigung, die Sanitärreinigung und die Glasreinigung. Und ja, abgesehen von der Tribünenreinigung kannte ich mich ja mit Sanitärreinigung und Glasreinigung schon ziemlich gut aus. Tribünenreinigung habe ich mich einfach drauf eingelassen und wie immer meine Arbeit ganz normal gemacht. Ja. Was sich unspektakulär anhört, hatte es sicherlich in sich. Denn im Heiligtum des FC Bayern München Spuren hinterlassen bzw. welche beseitigen, das dürfen ohnehin nur ausgesuchte Profis. Für das Koblenzer Handwerksunternehmen sicherlich ein Riesenerfolg, der einen gigantischen Sektempfang zur Folge hatte. Wir haben also keinen großen Sektempfang gemacht. Er hat schon eine Flasche Sekt am ersten Tag von mir bekommen, aber den durfte er mit seiner Freundin zu Hause trinken, weil bei uns im Betrieb ist Alkoholverbot. Während der Arbeit wird also nicht getrunken. Das machen wir nur nach Feierabend. Mit dem Bundessieg die Beine hochlegen, das kommt also nicht in Frage. Hochkonzentriert auf seine weiteren beruflichen Ziele kann Robert Richter wenige Tage nach dem Bundessieg auch genau sagen, wie es nun weitergeht. Ich werde, wenn es finanziell dann möglich ist, definitiv einen Meister machen wollen und schauen, dass ich hier die Festeinstellung auf jeden Fall kriege und auch hier bleiben kann. Weil mein Chef hat ja auch eine ziemlich große Rolle hier in Rheinland-Pfalz als Lehrlingswart. Und ja, vielleicht kann man da ja irgendwie mal ein bisschen nachrücken oder mithelfen, ne, dass man vielleicht auch in so eine Position kommen kann. Nennt Robert Richter auch ehrenamtliche Ziele, die er sich steckt. Mit handwerklicher und gestalterischer Spitzenleistung auf Erfolgskurs ist auch Metallbauer Fabian Schneider, der im Familienunternehmen aus Seibersbach im Hunsrück ausgebildet wurde. Metallbearbeitung und Gestaltung, vom Treppengeländer über Balkone bis hin zu Überdachungen, Toren oder einzelnen Metallskulpturen. Das ist Sache der Schneiders. Nicht irgendwie, sondern hochwertig, wofür nun auch der Bundessieg steht. Welche Herausforderungen Fabian Schneider beim Finale im niedersächsischen Northeim meistern musste? Dort musste ich ein Zaunumrandungsgitter schmieden, also beziehungsweise nur einen Stab. Jeder musste einen Stab schmieden und lochen und torsieren, was typisch für Schmieden ist, aber auf den Millimeter genau. Und dann musste man noch ein Ende freigestalten. Das blieb dann jedem offen. Da es für mich ein Baumumrandungsgitter war, hatte ich mich für ein Blatt entschieden und habe dann oben ein Blatt schön ausgeschmiedet und aufgespalten
und noch verformt und hat dann letztendlich zum Bundessieg gereicht. Doch dem gingen 8 Stunden harte und hochkonzentrierte Arbeit voraus, von denen er jede Minute für das große Ziel Bundessieg brauchte. Ich habe die kompletten 8 Stunden voll Stoff. Also ich habe bis zur letzten Minute habe ich da wirklich also voll konzentriert dabei gewesen. Das ist halt auch die Sache, die man sehr anstrengend im Nachhinein ist. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es wirklich so anstrengend ist. Volle 8 Stunden, volle Konzentration. Ja. Immer an seiner Seite Vater und Ausbilder Thomas Schneider, der zwar mitfieberte, aber auch zugibt, dass er mit dem Sieg nicht gerechnet hat. Wir waren total überrascht. Gegen Schmiede aus Bayern, aus Baden-Württemberg und sonst aus den südlichen Ländern, die sehr viel mit Schmieden noch zu tun haben. Wir waren einfach mal mit. Und er hat dann auch so ganz locker die Arbeit angefangen und seinen Teil da auch produziert. Und wir waren ganz baff. Ich saß also mit ihm dann in der Preisverleihung. Er saß dann bei seinen Kollegen, ich saß dann bei den Zuschauern. Und dann haben wir gesagt, naja, es sind 6 Teilnehmer. 6. Platz wurde aufgerufen, dann der 5. Platz. Dann dachte man, naja, 4. kann er noch werden. Als dann der 4. Sieger hochgerufen wurde, dachte ich, naja, der 3. kann er noch werden. Und dann der 2. Und dann dachte ich, es darf nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Und dann hat er den Bundessieg geholt und ich konnte es nicht fassen. Umso mehr freuen sich nun die Schneiders und ihre Mitarbeiter über diesen Sieg, der auch ein familiäres Gemeinschaftswerk ist. Beim Vater ausgebildet, geht Bundessieger Fabian Schneider auf Pro und Contra einer Ausbildung im Familienbetrieb ein. Es hat sowohl Vor- als Nachteile. Sogar eigentlich mehr Vorteile, weil der eigene Vater bringt einem Sachen bei, die normalerweise jetzt nicht in mein Berufsfeld genau reinpassen. Ich hatte auch Kurse belegt für Drehen und Fräsen, was eigentlich in meinem Beruf jetzt nicht üblich ist, aber sowohl in den Metallberuf reinfällt. Und ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, in anderen Betrieben Praktiken zu machen. Und konnte sich so umfangreiches Wissen aneignen, dass er nun auf den Punkt genau beim Bundesentscheid abrufen konnte. Allen Teilnehmern des Leistungswettbewerbs gilt eine hohe Anerkennung. Den Siegern einen herzlichen Glückwunsch. Zu denen auch auf Bundesebene der Edelsteinfasser Jan-Philipp Bunn aus Idar-Oberstein, Ausbildungsbetrieb Herbert Gieloy sowie Informationselektroniker Kevin Hallatsch, Ausbilder ist die Handwerkskammer Koblenz, zählten. Beide sind auf dem Titel der jüngst erschienenen Ausgabe Handwerk Spezial zu sehen. Das Magazin informiert umfangreich über den Leistungswettbewerb und ist auch online nachzulesen unter handwerk-spezial.de.